Es gibt einen sehr umfangreichen Eintrag, einen Question and Answer zum Thema Server Meshing und persistentes Streaming, auf das die Community ja schon lange gewartet hat. Ich habe mir den Text genommen und übersetzt. Ich denke, erklären werde ich die einzelnen Themen nicht, weil dazu gab es schon ein ganz umfangreiches, ganz intensives Video. Das verlinke ich euch hier rechts oben nochmal eingeblendet. Da klickt gerne drauf. Und ganz im Detail, ganz in die Tiefe gegangen sind wir da auch im Rahmen einer Verse Night. Auch den Link zu dieser Sendung binde ich euch hier rechts oben mit ein. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Das zugrunde liegende CitizenCon Panel, das habe ich noch nicht angefangen zu übersetzen. Da fehlte mir die Zeit bisher zu. Ich versuche das noch umzusetzen, kann da aber aktuell noch keinen Zeithorizont geben, bis wann ich das geschafft habe. Jetzt übersetze ich euch erst einmal dieses Q&A und wünsche euch viel Spaß. Auf der CitizenCon 2951 haben wir mit Paul Randall, Director of Engineering, Online Technology und Benoit Bossejour, Chief Technology Officer bei Turbolent, einen tiefen Einblick in die transformativen Technologien des Server-Meshings und Persistent Streamings erhalten. Nach der Podiumsdiskussion hat CRG festgestellt, dass viele Leute Fragen an die Podiumsteilnehmer hatten und CRG möchte sicherstellen, dass diese auch beantwortet werden. Im Folgenden die Community-Fragen und die Antworten darauf mit Paul Benoit, Roger Godfrey, Lead Producer und Clive Johnson, Lead Network Programmer. Wann werden wir Persistent Streaming und Server Meshing im PU haben? Unser derzeitiges Ziel ist, schreibt CRG, die Veröffentlichung von Persistent Streaming und der ersten Version des Replication Layers idealerweise zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2022. Wenn keine unvorhergesehenen technischen Komplikationen auftreten, werden wir zwischen dem dritten und vierten Quartal des nächsten Jahres 2022 die erste Version des ersten Schrittes des statischen Server-Meshings herausbringen. Was ist der aktuelle Stand der Server-Meshing-Technologie und was sind die größten Hindernisse? Die meisten Leute denken beim Thema Server-Meshing an den letzten Schritt dieser Technologie, bei dem wir die Server miteinander vernetzen. Die Wahrheit ist, dass vor diesem letzten Schritt eine sehr lange Kette von Vorbedingungen und grundlegenden technologischen Änderungen an unserer Spielengine vorgenommen werden muss. In diesem Sinne werde ich versuchen, diese Frage im Kontext des Gesamtbildes zu beantworten. Die kurze Antwort lautet, dass der Stand der Dinge bereits sehr fortgeschritten ist. Nun die lange Version. Der Weg zum Server-Meshing begann bereits im Jahr 2017-2018. Object Container Streaming. Damit Server-Meshing funktionieren konnte, brauchten wir zunächst eine Technologie, die es uns ermöglichte, Entitäten dynamisch über das Streaming-System zu binden und zu lösen, da die Engine dies nicht unterstützte, als wir anfingen. Mit der Veröffentlichung von Client-Side Object Container Streaming, kurz OCS, im Jahr 2018 haben wir also auch den ersten Schritt in Richtung Server-Meshing gemacht. Sobald dieser erste Schritt getan war, musste die Technologie, die es uns ermöglicht, Entitäten auf dem Client dynamisch zu binden und zu lösen, auch auf dem Server aktiviert werden, da die Serverknoten im Mesh schließlich Entitäten dynamisch ein- und ausstreamen müssen. Diese Technologie wird Server-Side Object Container Streaming, SOCS, genannt. Und die erste Version von SOCS wurde Ende 2019 veröffentlicht. Dies war der nächste große Schritt in Richtung Server-Meshing. Entity Authority und Authority Transfer. Obwohl wir über die Technologie verfügten, die es uns ermöglichte, Entitäten auf dem Server dynamisch zu streamen, gibt es immer noch nur einen einzigen Server, dem alle simulierten Entitäten gehören. In einem Netz, in dem sich mehrere Serverknoten die Simulation teilen, benötigten wir das Konzept der Entity Authority, der Entity Autorität. Das bedeutet, dass eine bestimmte Entität nicht mehr einem einzigen dedizierten Spielserver gehört, sondern dass es stattdessen mehrere Serverknoten im Netz gibt. Es gibt also einen Serverknoten, der die Entität kontrolliert und mehrere andere Serverknoten, die eine Client-Ansicht dieser Entität haben. Diese Autorität muss auch die Möglichkeit haben, zwischen Serverknoten zu wechseln.
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 wurde viel Entwicklungszeit auf das Konzept der Entitätsautorität, der Entity Authority, und der Autoritätsübertragung, dem Authority Transfer, verwendet. Dies war das erste Mal, dass das gesamte Unternehmen an Server-Meshing arbeiten musste, da ein Großteil des Spielcodes geändert werden musste, um mit dem neuen Entity Authority-Konzept zu arbeiten. Ende 2020 war der Großteil des Spielcodes so angepasst, dass er das Konzept unterstützte. Ein weiterer großer Schritt war also getan, doch ein tatsächliches Mesh ist noch nicht in Sicht. Replication Layer und Persistent Streaming, also der Replikationslayer und persistentes Streaming. Der nächste Schritt bestand darin, die Replikation von Entitäten an eine zentrale Stelle zu verlagern, von der aus wir das Streaming und die Netzwerkbindungslogik steuern können. Dies ermöglicht es uns, den Netzwerkstatus auf mehrere Serverknoten zu replizieren. Um dies zu erreichen, mussten wir die Streaming- und Replikationslogik aus dem dedizierten Server in die Replication-Schicht, in den Replication-Layer verlagern, die nun den Netzwerk-Replikations- und Entity-Streaming-Code beherbergt. Gleichzeitig haben wir Persistent Streaming implementiert, da es der Replikationsschicht ermöglicht, den Zustand der Entitäten in einer Graph-Datenbank zu speichern, in der der Zustand jeder einzelnen im Netzwerk replizierten Entität gespeichert ist. Das Jahr 2021 war der Arbeit an der Replikationsschicht, dem Replikationslayer und dem Entity Graph gewidmet, der es uns ermöglicht, das Streaming und die Replikation von Entitäten von einem separaten Prozess aus zu steuern, getrennt vom traditionellen dedizierten Spielserver. Diese Arbeit ist fast abgeschlossen und befindet sich in der Endphase. Statische und dynamische Server-Meshes. Dies ist jedoch noch kein Mesh. Die Arbeit am eigentlichen Mesh hat begonnen und wird uns bis weit ins nächste Jahr hinein beschäftigen. Und alle zuvor genannten Voraussetzungen waren notwendig, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen. Die erste Version dieser Technologie wird ein statisches Server-Mesh sein und ist der nächste große Schritt. Es wird aber auch nicht der letzte Schritt sein. Mit dem statischen Mesh werden wir die erste Version eines echten Meshes haben. Aber wie der Name statisch schon sagt, ist die Skalierbarkeit dieses Meshes sehr begrenzt. Bevor wir diese Funktion wirklich als vollständig bezeichnen können, müssen wir einen weiteren großen Schritt machen, den wir dynamisches Mesh nennen. Dieser Schritt wird es uns ermöglichen, Serverknoten dynamisch miteinander zu vernetzen und das Mesh, das Netz, dann dynamisch je nach Bedarf zu skalieren, also von der Größe her dann zu verändern. Ein großer Teil der Arbeit an diesem Teil geschieht parallel. Der Flottenmanager, der den dynamischen Bedarf des Meshes steuert, befindet sich beispielsweise bereits in der Entwicklung, ebenso wie die Anforderungen an das Matchmaking, die mit der neuen Einbeziehung von Shards einhergehen. In der Zwischenzeit müssen auch viele Gamecode-Teams daran arbeiten, den bestehenden Gamecode so anzupassen, also den Programmiercode, Programmcode, dass er vollständig mit einem Server-Mesh funktioniert und, was noch wichtiger ist, alle Randfälle zu finden, die erst auftauchen werden, wenn wir ein echtes Mesh haben. Während die Arbeit an der Entitätsautorität am Entity Authority im Jahr 2020 abgeschlossen wurde, wird die Entity Authority derzeit nur zwischen dem Client und einem einzigen Server übertragen, sodass einige Codes zusätzliche Anpassungen erfordern könnten. Wie plant ihr die Verwaltung eines großen Schiffes, zum Beispiel einer Javelin? Wäre das eine eigene Ressource mit Schiffen um die Javelin herum? Mit Dynamic Server Meshing ist es möglich, dass große Schiffe wie eine Javelin einen eigenen Server erhalten, auf dem die maßgebliche Simulation für dieses Schiff und alles, was sich darauf befindet, läuft. Wir versuchen jedoch, unflexible Regeln für die Zuweisung von Entitäten zu Verarbeitungsressourcen zu vermeiden, sodass dies nicht immer der Fall sein wird. Es geht um Effizienz, sowohl was die Verarbeitungsgeschwindigkeit als auch was die Serverkosten angeht. Wenn wir eine harte Regel hätten, dass jede Javelin und alles, was daran ist, seinen eigenen Server bekommt, dann wäre es nicht sehr kosteneffizient, wenn eine Javelin nur eine Handvoll Spieler innehat.
Die gleiche Regel wäre auch nicht effizient in Bezug auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Servers, wenn sich Hunderte von Spielern in einer Javelin drängen, da die Regel uns daran hindern würde, die Verarbeitungslast auf mehrere Server zu verteilen. Das dynamische Server-Meshing ist insofern etwas anders, als dass es ständig neu bewertet, wie die Simulation am besten zu verteilen ist, um den optimalen Punkt zu finden, damit kein einzelner Server überlastet oder unterausgelastet ist. Wenn sich die Spieler im Verse bewegen, wird sich die ideale Verteilung der Verarbeitungsressourcen ändern. Um auf diese Veränderungen reagieren zu können, brauchen wir die Möglichkeit, die Autorität über Entitäten von einem Server auf einen anderen zu übertragen, sowie neue Server online zu bringen und alte abzuschalten. Auf diese Weise können wir die Verarbeitungslast von einem Server, der Gefahr läuft, überlastet zu werden, auf einen anderen Server verlagern, der derzeit nicht ausgelastet ist. Wenn keiner der vorhandenen Server über genügend freie Kapazitäten verfügt, um einen Anstieg der Last zu bewältigen, können wir einfach weitere Server von unserem Cloud-Plattform-Anbieter mieten. Und wenn die Auslastung einiger Server nicht ausreicht, um sie kosteneffizient zu machen, können einige von ihnen ihre Teile der Simulation auf die anderen übertragen und wir können die nicht mehr benötigten Server abschalten. Wie viele Spieler werden sich in einem Raum sehen können? Welche Höchstzahl plant ihr? Diese Frage ist schwer zu beantworten und die beste Antwort, die wir im Moment geben können, ist: Es kommt darauf an. Wenn man davon ausgeht, dass sich die Frage auf die maximale Anzahl von Spielern bezieht, die sich aus der Sicht des Clients sehen können, dann wird dies hauptsächlich durch den Spielclient bestimmt, also unsere PCs. Das liegt an clientseitigen Simulationen wie Physik und Spielcode sowie an den Rendering-Kosten. Außerdem hängt es auch stark vom Szenario ab. 100 Spieler in einem FPS-Kampf sind billiger zu simulieren und auf dem Client zu rendern als 100 Spieler, die in einsitzigen Raumschiffen kämpfen und sich gegenseitig mit Raketen und Lasern beschießen. Das Grafikteam arbeitet aktiv an Vulkan, was es uns ermöglichen wird, die Drawcalls zu erhöhen und die Anzahl der Spieler und Schiffe, die wir gleichzeitig rendern können, zu verbessern, während sich das Engine-Team stark auf die Optimierungen des Gamecodes konzentriert, um die Anzahl der Spielobjekte, die wir gleichzeitig simulieren können, zu erhöhen. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Spieler zu erhöhen und wir gehen davon aus, dass wir Szenarien unterstützen werden, in denen sich 100 Spieler bei vernünftigen Frameraten sehen können. Wenn wir jedoch beginnen, unsere Shards zu skalieren, um höhere Spielerzahlen zu unterstützen, wird die Wahrscheinlichkeit abnehmen, dass sich jeder einzelne Spieler innerhalb eines Shards an denselben physischen Ort begeben und sich gegenseitig ohne Leistungsprobleme sehen kann. An diesem Punkt werden wir anfangen müssen, Spielmechaniken zu implementieren, die verhindern, dass diese Szenarien zu häufig auftreten. Die absolute Grenze ist schwer vorherzusagen, bis einige der neuen Technologien online gehen und wir anfangen können, die Leistung zu messen. Wenn ich eine Basis auf einem Mond errichte, wird meine Basis dann auf den anderen Shards, auf denen ich nicht bin, reflektiert, also entsprechend kopiert, übertragen? Das Planet Tech Team plant, den Bau von Basen mit Blick auf die Server Shards zu implementieren. Wenn ihr Land für eure Basis beansprucht, wird dieses Land auf allen Shards beansprucht und wir planen, eure Basis auf alle Shards zu replizieren. Allerdings wird es nur auf einem Shard eine aktive Version der Basis geben, während andere Shards eine eingeschränkt zugängliche, respektive lesbare Version derselben Basis spawnen. Zum Beispiel wird eine Basis auf einem Shard, auf dem der Besitzer gerade spielt, vollen Zugang und die Möglichkeit zur Expansion bieten, während auf allen anderen Shards diese Basis mit verschlossenen Türen in einem unveränderlichen Zustand spawnen kann. Das vollständige Design ist noch nicht zu 100% festgelegt und kann sich noch ändern. Ist das wahre Endziel ein einziger Shard für alle Spieler weltweit? Das ist unser Ziel, aber eine endgültige Antwort ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Wir werden mit vielen kleinen Shards pro Region beginnen und die Anzahl der Shards langsam reduzieren. Das erste große Ziel wird sein, dass wir nur noch einen einzigen Shard pro Region benötigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir die Spieleranzahl pro Shard schrittweise erhöhen und das Backend und die Client-Technologie ständig verbessern, um mehr und mehr Spieler zu unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind nicht nur technologische Änderungen erforderlich, sondern auch ein neues Spieldesign und neue Spielmechaniken.
Ohne Mechanismen, die verhindern, dass jeder einzelne Spieler denselben Ort aufsucht, wird ein großer Mega-Shard sehr schwer zu erreichen sein, insbesondere auf dem Client. Es könnte zum Beispiel eine Mechanik geben, um Sprungpunkte zu überfüllten Orten vorübergehend zu schließen oder neue Layer für bestimmte Orte zu schaffen. Während das Backend für horizontale Skalierung ausgelegt ist, läuft der Spieler-Client auf einer einzigen Maschine und ist auf eine bestimmte Anzahl von CPU- und GPU-Kernen und RAM beschränkt. Erst wenn wir diese Hürden überwunden und einen Mega-Shard pro Region erreicht haben, werden wir in der Lage sein, es mit dem Endgegner aufzunehmen. Die Verschmelzung der regionalen Shards zu einem globalen Mega-Shard. Das bringt eine Reihe von Problemen mit sich, da die Lokalität eine große Rolle für das Spielerlebnis spielt. Zum Beispiel ist die Latenz zwischen Services innerhalb desselben Rechenzentrums viel geringer als die Latenz zwischen Services, die in zwei regional getrennten Rechenzentren gehostet werden. Und obwohl wir das Backend so konzipiert haben, dass es einen globalen Shard unterstützt, ist es eine operative Herausforderung, das Backend so einzusetzen, dass keine Gruppe von Spielern gegenüber einer anderen bevorzugt wird. Wird die Wirtschaft des Verse in jedem Shard unabhängig oder miteinander verknüpft sein? Die Wirtschaft wird global sein und sich in jedem Shard widerspiegeln. Betrachten wir zum Beispiel die Geschäfte. Während jeder Laden ein lokales Inventar hat, also Gegenstände, die gerade ausgestellt sind auf der Ladentheke oder im Regal, werden die Läden aus einem globalen Inventar aufgefüllt, das von allen Shards gemeinsam genutzt wird. Wenn viele Spieler beginnen, eine bestimmte Waffe im Waffenladen von Port Olisar zu kaufen, wird der Preis dieser Waffe in diesem Laden auf allen Shards steigen. Schließlich werden die Bestände dieser Waffe erschöpft sein, sodass die Läden auf allen Shards nicht mehr in der Lage sein werden, diese Waffe anzubieten und zu verkaufen. Wie wird verhindert, dass große Gruppen von blauen und große Gruppen von roten in Echokammer-Shards landen? Die soziale Dynamik würde große Konzentrationen von Menschen mit sich bringen, die Freunde haben und in Orgas sind, die gleichen Interessen haben. Wird es eine Lösung geben, die eine gute Durchmischung von Guten, Bösen und dazwischen gewährleistet? Die Spieler werden nicht dauerhaft einem Shard zugewiesen, da das Matchmaking-System bei jedem Einloggen einen neuen Shard für die gewählte Region zuweist. Zu Beginn wird dies zu einer natürlichen Verteilung führen, da wir mit vielen kleineren Shards parallel starten werden. Wenn wir beginnen, unsere Shards zu skalieren und damit die Anzahl der parallelen Shards zu verringern, wird diese Frage an Bedeutung gewinnen. Wir planen, dieses Problem mit unserem neuen Matchmaking-System zu lösen. Das neue Matchmaking-System, das derzeit zusammen mit dem Server-Meshing entwickelt wird, ermöglicht es uns, Spieler anhand mehrerer Eingabeparameter den Shards zuzuordnen. Diese werden verwendet, um Spieler auf Shards mit ihren Freunden zuzuordnen oder wo sie die meisten ihrer Gegenstände in der offenen Welt zurückgelassen haben. Es erlaubt uns aber auch, fortgeschrittene Parameter zu verwenden, wie zum Beispiel die Reputation und andere versteckte Spielerdaten, die wir verfolgen. Auf diese Weise können wir versuchen sicherzustellen, dass jeder Shard eine halbwegs vielfältige Ansammlung von Individuen hat. So können wir zum Beispiel sicherstellen, dass wir einen Shard nicht versehentlich nur mit gesetzestreuen Spielern laden, was vielleicht nicht sehr spaßig wäre, wenn ein Teil der Aufgabe darin besteht, kriminelle Spieler, also Outlaws, zu jagen. Werden mein Charakter und mein Schiff immer im Spiel sein, wenn ich es verlassen habe? Das heißt, wenn ich mich in meinem Schiffsbett auf einem Planeten ausgelockt habe, wird mein Schiff immer noch dort sein, was bedeutet, dass Leute versuchen könnten, in mein Schiff einzubrechen oder es zu zerstören? Wenn eine Entität in einem Shard ausgeladen wird, sie existiert physisch in dem Shard, existiert sie permanent in diesem Shard, bis der Spieler die Entität in ein Inventar einlagert. Dies kann geschehen, indem man eine Waffe aufhebt und sie in den Rucksack legt oder indem man ein Schiff auf einem Landeplatz landet, wodurch das Schiff in ein bestimmtes Inventar des Landeplatzes verstaut wird. Sobald sich ein Gegenstand in einem Inventar befindet, wird er in der globalen Datenbank gespeichert und kann in einem beliebigen Shard verstaut werden, gespeichert werden. Dies ermöglicht es den Spielern, Gegenstände zwischen den Shards zu verschieben. Wir planen außerdem eine Mechanik namens Heldengegenstand verstauen, entstauen.
Damit werden alle im Besitz des Spielers befindlichen Heldengegenstände automatisch in ein spielerspezifisches Shard-Übergangsinventar verstaut. Das automatische Verstauen geschieht normalerweise, wenn keine anderen Spieler in der Nähe sind und die Entität herausgestreamt wird. Gegenstände in diesem Shard-Übergangsinventar folgen dem Spieler automatisch. Das heißt, wenn sich ein Spieler auf einem anderen Shard einloggt, werden diese Entitäten mitgenommen und sie werden in den neuen Shard geladen und wieder an der Stelle, wo der Spieler sie zurückgelassen hat, spawnen. Wenn ihr mit eurem Schiff auf einem Mond landet und euch ausloggt, wird das Schiff rausgestreamt und automatisch verstaut werden, abgespeichert werden, wenn zu diesem Zeitpunkt keine anderen Spieler in der Nähe sind. Wenn man sich nun auf einem anderen Shard einloggt, wird das Schiff auf dem neuen Shard wieder dort entladen, also eingeladen in den Shard. Wenn das Schiff aus irgendeinem Grund länger auf dem alten Shard blieb und zerstört wurde, während du ausgeloggt warst, kann es sein, dass du in einem Krankenbett aufwachst. Ohne Schiff, ergänze ich mal an der Stelle. Wie sehr hängen neue Inhalte jetzt vom Server-Mashing ab? Das Server-Mashing wird es uns ermöglichen, die Anzahl der Spieler, die zusammen in Star Citizen spielen können, zu erhöhen, aber es wird es uns auch ermöglichen, neue Inhalte hinzuzufügen. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, neue Sternsysteme hinzuzufügen. Server-Mashing ist eine der Schlüsseltechnologien, um die Sprungpunkte im Spiel zum Laufen zu bringen, indem es Sternensystemen erlaubt, sich nahtlos in und aus dem Speicher zu bewegen, ohne dass Ladebildschirme nötig sind. Die Spieler werden dies erstmals im nächsten Jahr erleben, wenn die erste Iteration des Server-Mashing mit der Einführung des Pyro-Systems in Betrieb geht. Was ja, das ergänze ich hier, wie wir gerade gelernt haben, im 3. bis 4. Quartal des nächsten Jahres sein wird. Wenn wir die Technologie verfeinern und vom statischen Server-Mashing zum dynamischen Server-Mashing übergehen, können Designer diese Technologie nutzen, um größere, interessantere Bereiche wie größere Siedlungen oder große Schiffsinnenräume mit einer größeren Anzahl von KI- und Spielercharakteren zu gestalten. Server-Mashing könnte die Türen zu Spielerlebnissen öffnen, an die unsere Designer noch gar nicht gedacht haben. Welche Leistungsverbesserung können wir erwarten? Der größte Gewinn wird die Serverleistung sein. Momentan ist unsere Serverleistung aufgrund der schieren Anzahl der Entitäten, die wir auf einem Server simulieren müssen, ziemlich begrenzt. Dies führt zu einer sehr niedrigen Framerate und einer Verschlechterung der Serverleistung, was auf dem Client zu Netzwerklag, Rubberbanding und anderen Netzwerk-Desynchronisationsproblemen führt. Sobald wir das statische Mesh installiert haben, erwarten wir, dass die Framerate des Servers deutlich höher ist und weniger dieser Symptome auftreten. Auf die FPS des Clients hat das Server-Mashing eigentlich nur sehr geringe Auswirkungen. Der Client streamt bereits jetzt nur Entitäten, die sich im sichtbaren Bereich befinden. Es kann zu leichten Verbesserungen kommen, da wir mit dem Range-Culling auf dem Client etwas aggressiver vorgehen können, da im Moment einige Objekte einen zu großen Streaming-Radius haben, damit Features wie Radar oder Raketen richtig funktionieren. Mit Server-Mashing können wir den Client- und Server-Streaming-Radius entkoppeln. Allerdings werden diese Verbesserungen auf dem Client nur minimal sein. Dennoch werden die schnelleren FPS des Servers das Spielerlebnis insgesamt verbessern, da der Netzwerklag erheblich reduziert wird. Ich weiß, dass es vielleicht noch keine Antwort auf diese Frage gibt, aber wie viele Shards werden bei der ersten Veröffentlichung von Server-Mashing voraussichtlich benötigt werden? 10? 100? 1000? Mehr? Wir wissen, dass die Verlagerung weg vom dedizierten Spielserver mehr Spieler pro Spielgebiet bedeutet. Ich bin mir nur nicht sicher, mit wie vielen ihr rechnet. Die kurze Antwort lautet, dass wir keine Zahl vorgeben können. Das Konzept des Shards ist der formbare Teil der Meshing-Architektur und wir werden erst dann in der Lage sein, die Anzahl der benötigten Shards zu bestimmen, wenn alle Komponenten vorhanden sind. Und wir planen, das iterativ zu erreichen. Bei der ersten Version von Persistent Streaming, nicht Meshing, wollen wir zunächst das derzeitige Verhalten im Internet nachahmen, indem wir einen Shard pro Serverinstanz und einen Replicant, Hybrid genannt, einsetzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass alle Entitäten in diesen Shards weiterhin persistent sein werden. Das ermöglicht es uns, mit dem schlimmsten Fall, mit dem Worst Case umzugehen, indem wir eine wirklich große Anzahl von Persistent Shards und einen sehr großen Replicant haben, um die Mechanismen der Erstellung des Seedings,
der Simulation mit aktiven Spielern und des Spindowns für das Recycling oder die Auflösung des Shards zu testen. Wir wollen, dass die Erstellung und die Auflösung von Shards in dieser ersten Phase optimal, schnell und kostenneutral ist. Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile, da wir die Persistenz von Shards früher testen können und, was noch wichtiger ist, aktive Metriken über viele Shards hinweg messen können. Zum Beispiel, nicht abschließend, die Shard-Wachstumsrate, also wie viele Entitäten im Laufe der Zeit in einem persistenten Shard verbleiben, die globale Wachstumsrate, also die Größe des globalen Graphen, die Spielerauslastung, wie viele Spieler also eine einzelne Shard-Datenbank verarbeiten kann, die Gameplay-Effekte, das heißt die Auswirkung verschiedener Spielmechanismen auf die Aktualisierung von Entitäten in der Shard-Datenbank, die Metriken der Shard-Datenbank, das heißt das Leistungsprofil der Schreib-Queues, der Schreibwarteschlangen, mittlere Abfragezeiten der Shard-Datenbank-Cluster, die Metriken der globalen Datenbank, das heißt auch hier das Leistungsprofil der Schreib-Queues und die mittleren Abfragezeiten des globalen Datenbank-Clusters. Wir verfügen zwar über entsprechende Schätzungen und interne Messungen, aber nichts ersetzt echte Spieler, die das System repräsentativ belasten. Während wir die anderen Komponenten des Meshings ins Spiel bringen, vor allem das statische Mesh, planen wir, die Anzahl der Shards schrittweise zu reduzieren und die Spieler in immer größeren Shards zu gruppieren, bis wir uns mit der Leistung von Replicants, DGS und dem Entity Graph wohlfühlen. Natürlich wird das statische Mesh unter Problemen bei der Zusammenlegung leiden und wir werden erst dann wieder zu viel größeren Shards übergehen können, wenn das dynamische Mesh eingerichtet ist. Letztendlich wollen wir mit dem dynamischen Mesh sehr große Shards unterstützen. Kann ein Asset, das so klein wie eine Geschosskugel ist, über Server-Shards hinwegfliegen? Die kurze Antwort lautet nein. Ihr könnt Shards als eine vollständig isolierte Instanz des simulierten Universums betrachten, ähnlich wie wir derzeit verschiedene isolierte Instanzen pro dedizierten Server haben. Damit Gegenstände zwischen den Instanzen übertragen werden können, müssen diese Gegenstände in ein Inventar verstaut werden, bevor sie in einem anderen Shard wieder entladen werden können. Wir haben es gerade zuvor in einer anderen Frage gelernt. Ein Beispiel. Ein Spieler nimmt in einem Shard eine Waffe auf und legt diese in seinen Rucksack. Wenn der Spieler nun eine Verbindung zu einem anderen Shard herstellt, kann er die Waffe aus seinem Rucksack nehmen und sie in dem neuen Shard auspacken. Innerhalb des Shards kann eine Entität wie eine Rakete über mehrere Serverknoten hinweg reisen, wenn diese Serverknoten die Rakete im Streaming-Bereich des Servers haben. Nur ein Serverknoten hat die Kontrolle über den Flugkörper, während die anderen Serverknoten nur eine Client-Ansicht desselben Flugkörpers sehen. Geschosse werden tatsächlich auf der Client-Seite erzeugt. Auf jedem Client- und Serverknoten wird also eine eigene Version des Geschosses erzeugt, weshalb ich im obigen Beispiel eine netzwerkreplizierte Entität wie ein Geschoss verwendet habe. Wenn ihr verschiedene Regionen der Welt behandelt, plant ihr dann, 4 Hauptserverfarmen zu hosten, zum Beispiel USA, Europa, China, Ozeanien? Oder plant ihr ein globales Universum zu schaffen? Wenn global, wie würde das System mit dem Gleichgewicht der Spieler mit extremen Ping-Schwankungen umgehen? Wir planen immer noch, die regionale Verteilung von netzwerksensitiven Diensten beizubehalten. Beim ersten Einsatz von Persistent Streaming wird die globale Datenbank wirklich global sein. Die Shards selbst werden regional verteilt sein, sodass ein Spielclient, der sich mit der EU-Region verbindet, vorzugsweise mit einem EU-Shard verbunden wird. Wenn die Shards an Größe zunehmen, sowohl für Spieler als auch für Entitäten, planen wir, dieses Modell zu überdenken und auch Services auf regionaler Ebene einzuführen, um Daten näher an der Lokalität bereitzustellen. Ich lebe in Osteuropa. Werde ich nach dem Start von Server-Meshing mit Freunden aus den USA spielen können? Wir haben nicht vor, die Wahl des Shards und der Region einzuschränken, die ein Spieler wählen kann. Ein Spieler kann eine beliebige Region zum Spielen wählen und innerhalb dieser Region werden wir eine begrenzte Shard-Auswahl zulassen. Zum Beispiel der Shard mit den Freunden oder der Shard, auf dem man zuletzt gespielt hat. Da alle Spielerdaten in der globalen Datenbank gespeichert werden, können die Spieler zwischen Shards wechseln, ähnlich wie sie heute zwischen Instanzen wechseln können. Verstaute Gegenstände werden mit dem Spieler übertragen und sind unabhängig vom Shard immer zugänglich.
Wenn ein Replication Layer stirbt, abstürzt, crasht, was werden die Spieler erleben? Wir wissen, dass der Entity Graph die geseedeten Informationen sammelt und sie in eine neue Replikationsschicht, einen neuen Replikationslayer einspeist. Aber werden wir zum Hauptmenü zurückkehren, wenn der Replication Layer stirbt, verglichen mit dem Tod eines Serverknotens? Oder werden wir eine Art Ladebildschirm haben, der uns automatisch in einen neuen Layer einfügt? Um diese Frage richtig beantworten zu können, muss ich zunächst etwas genauer beschreiben, wie unsere endgültige Architektur aussehen wird. Letztendlich wird der Replication Layer nicht aus einem einzigen Serverknoten bestehen. Stattdessen wird der Layer aus mehreren Instanzen einer Reihe von Microservices mit Namen wie Replicant, Atlas und Scribe bestehen. Ein Vorteil davon ist, dass der Replication Layer selbst skalierbar sein wird. Ein weiterer für diese Frage relevanter Vorteil ist, dass zwar ein einzelner Knoten, eine einzelne Instanz im Replication Layer ausfallen kann, es aber sehr unwahrscheinlich ist, dass die gesamte Replikationsschicht, der gesamte Replikationslayer auf einmal ausfällt. Aus der Sicht eines Clients sind die Replikationsknoten am wichtigsten, da sie das vermeschte, das vernetzte Entity Streaming und die Statusreplikation zwischen Clients und dem Spiel übernehmen. Der Replicant ist so konzipiert, dass er keine Spiellogik ausführt und tatsächlich wird er nur sehr wenig Programmcode ausführen. Keine Animation, keine Physik, nur Netzwerkcode. Da er auf einer so kleinen Codebasis aufbaut, sollten insgesamt weniger Fehler auftreten. Wir gehen also davon aus, dass Replicants nach einigen unvermeidlichen Anlaufschwierigkeiten ziemlich stabil sein wird. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ein einzelner Client zu einem bestimmten Zeitpunkt von mehreren Replikanten bedient werden kann. Aber diese Replikanten werden auch gleichzeitig andere Clients bedienen. Das letzte Teil des Puzzles ist die Gateway-Schicht. Die Clients verbinden sich nicht direkt mit den Replikanten, sondern mit einem Gateway-Knoten in der Gateway-Schicht, in dem Gateway-Layer. Der Gateway-Service ist nur dazu da, Pakete zwischen Clients und den verschiedenen Replicants, mit denen sie kommunizieren, weiterzuleiten. Der Gateway-Service verwendet eine noch kleinere Codebasis als der Replicant und sollte daher noch weniger absturzgefährdet sein. Was erlebt ein Client, wenn einer der Replicants, die ihm angeschlossen sind, plötzlich ausfällt? Der Client bleibt mit dem Shard verbunden, aber ein Teil oder die gesamte Simulation wird vorübergehend eingefroren. Der Replication Layer wird einen neuen Replication Knoten aufsetzen, um den abgestürzten zu ersetzen und den verlorenen Entitätsstatus aus der Persistenz über Entity Graph wiederherzustellen. Die Client Gateways und DGS-Knoten, also die Knoten der dedizierten Spielserver, die mit dem alten Replicant verbunden waren, stellen die Verbindung mit dem neuen Knoten wieder her. Sobald alles wieder verbunden ist, wird das Spiel für die betroffenen Clients wieder freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt kann es auf dem Client zu einem Teleportieren von Entitäten kommen. Wir hoffen, dass der gesamte Prozess weniger als eine Minute dauern wird. Was passiert mit einem Client, wenn das Gateway, das ihn bedient, plötzlich abstürzt? Der Gateway-Service speichert keinen Spielstatus und hat seine eigene Form der Wiederherstellung nach einem Absturz. Da es sich um einen viel einfacheren Service als einen Replicant handelt, sollte die Wiederherstellungszeit viel kürzer sein, eher im Bereich von Sekunden. Während der Wiederherstellung wird der Client vorübergehend einfrieren, gefolgt von einem Einrasten bzw. Teleporting. Was ist mit dem Hybrid-Service? Während ihrer CitizenCon-Präsentation über Persistent Streaming und Server Meshing sprachen Paul und Benoit über den Replication Layer im Zusammenhang mit dem Hybrid Service. Der Hybrid Service ist, wie der Name schon sagt, ein Hybrid aus den oben erwähnten Services Replicant, Atlas, Scribe und Gateway, aber nicht Entity Graph, sowie eine Handvoll anderer Services, die noch nicht besprochen wurden. Wir haben uns dafür entschieden, diesen Service zuerst zu entwickeln, bevor wir ihnen seine einzelnen Komponenten aufteilen, da wir so die Anzahl der beweglichen Teile reduzieren können, mit denen wir uns gleichzeitig beschäftigen müssen. Außerdem können wir uns so auf die Erprobung der großen Konzepte konzentrieren und müssen uns nicht um die korrekte Kommunikation all dieser einzelnen Services kümmern. In dieser ersten Implementierung besteht der Replication Layer aus einem einzigen Hybrid-Server-Knoten.
Wenn dieser Hybrid-Knoten abstürzt, wird die Situation ähnlich sein wie jetzt, wenn ein dedizierter Spielserver abstürzt. Alle Clients werden mit dem berüchtigten 30K-Fehler zum Frontend-Menü zurückgeschickt. Sobald der Ersatzhybrid gestartet ist, können die Clients wieder auf den Chart zurückkehren und dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Wir hoffen, dass wir es so einrichten können, dass die Clients auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung erhalten, dass der Chart wieder verfügbar ist und ein einziger Tastendruck euch wieder mit dem Chart verbindet, ähnlich wie es bei der Wiederherstellung von Client-Abstürzen funktioniert. In der Diskussionsrunde wurde viel darüber gesprochen, welche Knoten innerhalb eines Charts Schreibrechte haben, aber wie sieht es mit den Schreibrechten zwischen verschiedenen Charts aus? Werden getrennte Persistenzdatenbanken für getrennte Charts unterhalten oder werden die Zustände von Weltelementen schließlich zwischen Charts synchronisiert, selbst wenn sie in unterschiedlichen Zuständen belassen wurden? Zum Beispiel eine Tür wird auf einem Chart offen und auf einem anderen geschlossen gelassen. Wird ein Chart schließlich seinen Zustand in die Datenbank schreiben und den Zustand der Tür auf einem anderen Chart aktualisieren? Im Allgemeinen ist jeder Chart eine eigene, einzigartige Kopie des Universums und jedes Objekt innerhalb des Charts teilt seinen Zustand nicht mit einem anderen Objekt von einem anderen Chart, da jeder Chart seine eigene Datenbank hat. Auf der anderen Seite haben wir eine globale Datenbank für die Inventardaten der Spieler. Diese Datenbank wird verwendet, um jeden Gegenstand im Inventar eines Spielers zu speichern und Gegenstände können zwischen Charts übertragen werden, wenn sie zuerst von einem Chart in ein Inventar und dann in einen anderen Chart geladen werden. Für einige Funktionen, wie zum Beispiel Spieler-Outposts oder abbaubare Ressourcen, implementierten wir einen speziellen Code, der einen globalen Zustand auf allen Charts repliziert, sodass ein Outpost auf mehreren Charts parallel existieren und seinen Zustand langsam, relativ zur Geschwindigkeit des Echtzeitspiels, zwischen den Charts replizieren kann. Dabei handelt es sich nicht um eine sofortige Replikation, eine sich öffnende, schließende Tür wird nicht repliziert, aber ein dauerhafter Zustand wie eine verschlossene oder unverschlossene Tür kann zwischen Charts repliziert werden. Ähnlich verhält es sich bei abbaubaren Ressourcen. Während jeder Chart eine eigene Version eines abbaubaren Gesteins hat, wird die Gesamtmenge zwischen den Charts repliziert. Wenn Spieler also beginnen, ein bestimmtes Gebiet abzubauen, wird die globale Ressourcenkarte für dieses Gebiet geändert und die Anzahl der abbaubaren Gesteine an diesem Ort wird auf allen Charts beeinflusst. Wenn sich eine Gruppe von einem Objekt zu einem anderen bewegt, zum Beispiel durch Quantumreisen und ein anderer DGS-Knoten, also ein dedizierter Spielserver-Knoten, ein Objekt oder eine Instanz voll ist, wird Tier 0, das statische Server-Meshing, dann präventiv einen anderen DGS-Knoten erstellen oder wie wird das gehandhabt? Beim statischen Server-Meshing ist alles im Voraus festgelegt, auch die Anzahl der Serverknoten pro Chart und welcher Spielserver für die Simulation welcher Orte zuständig ist. Das bedeutet, dass, wenn sich alle Spieler einer Gruppe zum selben Ort begeben, sie alle von demselben Serverknoten simuliert werden. Im schlimmsten Fall entscheiden sich alle Spieler, sich auf alle Orte zu verteilen, die einem einzigen Serverknoten zugeordnet sind. In diesem Fall muss der arme Server nicht nur mit allen Spielern fertig werden, sondern auch noch an allen seinen Standorten Streaming-Services anbieten. Die offensichtliche Lösung wäre, mehr Server pro Chart zuzulassen, sodass jeder Serverknoten weniger Standorte hat, an die er streamen muss. Da es sich jedoch um ein statisches Mesh handelt und alles im Voraus festgelegt ist, steigen mit mehr Serverknoten pro Chart auch die Betriebskosten. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen und so ist der Plan für die erste Version des statischen Server-Meshings mit so wenigen Serverknoten pro Chart wie möglich zu beginnen und gleichzeitig zu testen, ob die Technik tatsächlich funktioniert. Das wird natürlich ein Problem sein, wenn wir es zulassen, dass die Charts viel mehr Spieler haben als 50, wie wir es im Moment in unseren Einzel-Server-Charts haben. In Anführungsstrichen Charts. Erwartet also nicht, dass die Spielerzahlen in der ersten Version stark ansteigen werden. Das vermeidet das Problem, dass ein einzelner Serverknoten vollläuft, bevor die Spieler dort ankommen, da wir die maximale Spielerzahl pro Chart basierend auf dem schlimmsten Fall begrenzen werden. Sobald wir das zum Laufen gebracht haben, werden wir uns ansehen, wie sich die Leistung und die Wirtschaftlichkeit entwickeln und sehen, wie weit wir es treiben können.
Damit eine weitere Expansion wirtschaftlich sinnvoll ist, müssen wir das Server-Meshing so bald wie möglich dynamisch gestalten. Könnt ihr angesichts der riesigen Datenmengen, die zwischen den Clients und den Serverknoten übertragen werden, und der Notwendigkeit einer extrem niedrigen Latenzzeit beschreiben, wie ihr das handhabt oder welche Technologien ihr einsetzt, um Dinge zu beschleunigen bzw. zu verhindern, dass sie langsamer werden? Die größten Faktoren, die sich derzeit auf die Latenz auswirken, sind die Tickrate des Servers, der Ping des Clients, das Spawnen von Entitäten und die Latenz der persistenten Services. Die Server-Tickrate hat den größten Einfluss und hängt mit der Anzahl der Orte zusammen, die ein Spielserver simuliert. Das Meshing von Servern sollte hier helfen, indem es die Anzahl der Orte reduziert, die jeder Spielserver ansteuern und simulieren muss. Weniger Standorte bedeuten eine viel geringere durchschnittliche Anzahl von Entitäten pro Server, und die Einsparungen können genutzt werden, um die Anzahl der Spieler pro Server zu erhöhen. Der Client-Ping wird von der Entfernung zum Server bestimmt. Wir sehen viele Spieler, die sich entscheiden, in Regionen auf völlig anderen Kontinenten zu spielen. Ein Teil unseres Spielcodes ist immer noch Client-autoritär, was bedeutet, dass Spieler mit hohem Ping das Spielerlebnis für alle anderen beeinträchtigen können. Kurzfristig können wir nicht viel dagegen tun, aber wir wollen das verbessern, sobald das Server-Meshing funktioniert. Langsames Spawnen von Entitäten kann zu Latenzzeiten führen, da es sich verzögert, wenn Entitäten auf Clients streamen. Dies kann zu unerwünschten Effekten führen, wie zum Beispiel, dass Orte erst Minuten nach der Quantenreise zu einem Ort vollständig erscheinen, dass man durch die Etagen fällt, nachdem man an einem Ort respawnt, dass Schiffe lange brauchen, um an ASOP-Terminals zu erscheinen, dass sich die Spielerausrüstung verändert und so weiter. Die Engpässe in diesen Bereichen liegen hauptsächlich auf dem Server. Erstens werden Entitäten erst dann an die Clients repliziert, wenn sie vollständig auf dem Server gespawnt wurden. Zweitens hat der Server eine einzige Spawn-Queue, eine einzige Spawn-Warteschlange, die er der Reihe nach abarbeiten muss. Drittens, je mehr Orte ein Server ansteuern muss, desto mehr Spawns muss er durchführen. Um die Dinge zu verbessern, haben wir den Server-Spawning-Code geändert, um parallele Spawn-Warteschlangen zu verwenden. Das Meshing von Servern ist ebenfalls hilfreich, nicht nur, weil es die Spawn-Warteschlangen entlastet, indem es die Anzahl der Orte reduziert, die ein Server streamen muss, sondern auch, weil der Replication-Layer Entitäten gleichzeitig an Clients und Server repliziert, sodass sie parallel spawnen können. Wir verwenden immer noch einige unserer alten persistenten Services, die zwar angemessen sind, aber unter unseren Anforderungen bekanntermaßen Leistungs- und Skalierbarkeitsprobleme haben. Dies kann zu langen Wartezeiten führen, wenn persistente Daten von den Services abgerufen werden, um zu wissen, was gespawnt werden soll, zum Beispiel das Spawnen eines Schiffes von einem ASOP-Terminal, die Untersuchung eines Inventars, die Änderung der Spielerauslastung und so weiter. Da sowohl das persistente Streaming als auch das Server-Meshing die Menge der zu speichernden Daten drastisch erhöhen, war uns klar, dass wir etwas dagegen unternehmen mussten. Aus diesem Grund haben wir Benoit und sein Team bei Turbulent die Art und Weise, wie wir Daten aufbewahren, völlig neu erfunden. Entity Graph ist ein hochskalierbarer Service, der auf einer hochskalierbaren Datenbank aufbaut, die für genau diese Art von Datenoperationen optimiert ist, die wir durchführen. Darüber hinaus entwickeln wir den Replication Layer, der wie ein hochskalierbarer In-Memory-Cache des aktuellen Zustands aller Entitäten in einem Shard funktioniert und die meisten Abfragen, die wir bisher an die alten Persistent Services gesendet haben, überflüssig macht. Richtig, es werden durchgängig hochskalierbare Services sein. Um die zusätzliche Latenz, die der Replication Layer mit sich bringt, zu reduzieren oder sogar zu beseitigen, bauen wir sie ereignisgesteuert und nicht mehr mit einer Tickrate wie ein traditioneller Spieleserver. Das bedeutet, dass er Pakete, die eingehen, sofort verarbeitet und die Antwort sendet und oder die Informationen an die entsprechenden Clients und Spielserver weiterleitet. Sobald die Arbeit an der ersten Version des Replication Layers, dem Hybrid Service, abgeschlossen ist, werden wir einen Optimierungsdurchlauf durchführen, um sicherzustellen, dass sie so reaktionsschnell wie möglich ist. Und obwohl dies letztendlich eine Entscheidung für DevOps ist, also für die Entwickler, werden wir sie in denselben Rechenzentren wie die Spielserver selbst bereitstellen, sodass die Netzwerklatenz aufgrund des zusätzlichen Sprungs zwischen dem Replication Layer und dem Spielserver weniger als eine Millisekunde betragen sollte. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass der Replication Layer hochskalierbar sein wird?
Das bedeutet, dass wir, wenn wir feststellen, dass der Replication Layer in bestimmten Teilen des Spiels Latenzspitzen verursacht, in der Lage sein werden, sie neu zu konfigurieren, um das Problem zu beheben. Und zum Schluss der Haftungsausschluss. Die Antworten spiegeln die Absichten der Entwickler zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wider. Das Unternehmen und das Entwicklerteam behalten sich jedoch das Recht vor, Funktionen und Designs als Reaktion auf Feedback, Spieltests, Designüberarbeitungen oder andere Überlegungen zur Verbesserung der Balance oder der Qualität des Spiels insgesamt anzupassen, zu verbessern oder zu verändern. Also alles, was hier gesagt wurde, ist vorbehaltlich von Änderungen. Ja, sehr, sehr interessant. Für mich eigentlich, wie gehabt, die Quintessenz, dass es einfach noch sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt, dass wir Pyro doch nicht so früh bekommen. Ich hatte ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht doch schon so im Dezember oder Januar kommen könnte. CRG war ja in der Vergangenheit auch immer für eine Überraschung gut, aber wenn ich mir das so richtig durchlese, wenn sie sagen, sie können Pyro und die Sprungpunkte erst bringen, wenn das statische Server-Meshing im Spiel ist, und das statische Server-Meshing ist geplant für das dritte, vierte Quartal nächsten Jahres, man weiß ja nicht, ob sich das verschiebt, weil sie noch irgendwelche Komplikationen haben, dann müssen wir uns wohl oder übel noch ein bisschen in Ständen tummeln und mit dem beschäftigen, was wir haben. Wolken, auf das ja viele von uns warten, habe ich gehört, sollen früher ins Spiel kommen zu Testzwecken, sollen aber eben entsprechend auch abschaltbar sein, weil die einfach extrem viel Performance kosten, insbesondere auf AMD-Grafikkarten, wo wir händeringend auf neue Treiber warten, dass die auch dann vernünftig schnell berechnet werden, dass auch AMD-Grafikkarten-Nutzer eine vernünftige Performance im Spiel haben. Das war's dann mit dieser Übersetzung des Q&As zum Thema Server-Meshing und Persistent Streaming. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat, dass ihr einige Aha-Effekte hattet, und wünsche euch weiterhin viel Freude und Spannung beim Begleiten der Entwicklung von Star Citizen.